gonna tell you right now, 'cause she's the one I'm thinking of. Hey, the only one I'm thinking of. Hey, she's everything I'm dreaming of. Hey, the one that I can live without. Oh, that smile makes me tripping out. I wanna dance with you tonight. Yeah, you close to me. So, in Ravensburg angekommen, stehen hier auf dem Stadtparkplatz. Ungefähr 800 Meter bis zur Stadt, hast du gesagt, ne? Ja, zur Eingang zur Stadt. Eingang zur Stadt? Ja. Ja, umgeben von Hauptstraßen, würde ich sagen. Ja. So, wir gehen jetzt mal in die Stadt, mal gucken, was uns da erwartet. Ja? I made a moment. Story. He took out an old pen and wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear. Feel like smoke, and I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, "Son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got." Was? Diese Richtung? Okay. Also hier runter? Ja. Ganz schön wuselige Stadt, muss man schon sagen. Viele Baustellen? Ja, okay. Das muss auch mal wieder repariert werden. Aber hier ist richtig was los, ne?
it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. More than friends, yeah. You know I'm here to stay every single day, yeah. So hold me tight through the night. So, ein bisschen abgekämpft. Jo. Wir kommen gerade aus der Stadt Ravensburg, haben da einen kleinen Bummel gemacht und das ein oder andere Teilchen geschossen, Klamotten, Shopping. Also der Platz ist okay, der ist zwar an der Hauptstraße so ziemlich, aber man hört da eigentlich wenig von so. Also im Moment ja, ich denke so mal, Grundrauschen, gucken wir, in der Nacht ist, wenn das nicht auszuhalten ist, würde ich mich morgen nochmal melden. Ansonsten, sage ich mal, ist der Platz zweckmäßig. Ja, 8,50 Euro, 24 Stunden, kann man nicht meckern. Ja, kurz hier an der Stadt. Also ja. Da bist du auch relativ zügig dann dabei. Also dafür ist der tipptopp. Ja. Im Moment stehen wir zu dritt hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze sind das hier? 8, glaube ich, ne? Nein, das sind mehr. Also mit hier laut Stromsäulen sind das 6, 10, da hinten 14. Der ist von November bis März auch für normale Pkw zugelassen. Ansonsten ist das ein reiner Wohnmobilstellplatz. Und der hat ungefähr 20 Plätze, also Stromanbindungen. Hier, ja, ne? Also da 4, 6, da drüben nochmal 6 und 4, also ich glaube 20 Stück. Passen hier hin, ne? Ja, könnt ihr gucken, schreibe ich rein. Ja, also sehr zweckmäßig und. Aber soweit, so gut. Stadt. Entsorgung, Versorgung. Im Moment ist die Versorgung wohl kaputt. Die ist ein Zettel dran, die wollen es aber so schnell wie möglich reparieren. Ja, ja. Eigentlich. Für einen Stadtbummel. Super. Eine Nacht. Super. Reicht. Ist jetzt nicht super schick hier, aber. Ich denke, das reicht. Die Stadt selber? Ja, Ravensburg. Wir waren in Ravensburg. Ravensburg war schön. Nein, das war sehr interessant mit den, also die, das ist ja wirklich noch die alten Mauern, alte Stadtmauern. Die Türme, die haben hier, glaube ich, gefühlt 700 Türme. Ja, für jede Ecke haben sie die Türme, die stehen noch, die Tore, Untertor, Obertor. Ja. Stehen noch, dann ist ja oben die Veitsburg und der Mehlsack, ein ehemaliger Verteidigungsturm. Du kannst dir ja auch eine App runterladen, da kannst du an diese Spielfiguren, an diesen blauen Bupsen. Mensch, ärgere dich nicht, Dinger. Bupsen. Da. Bupsen. 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 Oh, wir haben ja über Bupsen gesagt. Oh, okay. Zu Hause. Ja, wir waren zivilisiert, wir haben Spielfiguren gesagt. Kannst du so eine App runterladen, da kannst du dich da führen lassen zum Beispiel. Das, wir waren ganz kurz irritiert, weil wir haben gedacht, in Ravensburg gibt es ja jede Menge Ravensburger Spiele oder Läden oder ein Riesenladen. Laden mit Ravensburger Spiele. So. Aber gibt es nicht. Also haben wir zumindest nicht gefunden hier. Okay. Nicht in der Altstadt. Okay, sagen wir mal so. Haben wir nicht möglicherweise gesehen. Dass irgendwo außerhalb da noch so ein etwas größeres... Du sagtest aber, du kannst im Museum, oder wie war das? Genau, im Museum, da ist ein Laden, wo du da dir die Spiele... Ich weiß nicht, ob du da auch kaufen kannst. Auf jeden Fall ist da auch ein Laden mit lauter Spielen. Der hat aber zu.
den du aber nur durch das Museum erreichen kannst. Und das Museum hat montags zu. Und wir haben heute Montag. Schönen Montag erstmal. Ja. Also es haben manche Läden montags zu, muss ich sagen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, schön, sehenswert, ist die alte Stadt. Ist eine schöne Stadt mit, ja, hat Flair, kann man schon sagen. Auf jeden Fall. Ja. Wenn man so ein bisschen geschichtlich interessiert ist. Ja, viele kleine Gassen auch, so, ne, so sehenswerte, die so, ja, so ein, ja, bisschen verwinkelt. Ja. So ganz schön. Ja. Und reicht uns jetzt aber? Ja. Wir sind jetzt auch ein, ja, bisschen platt. Genau. Wir haben jetzt 2 Tage hintereinander gelaufen. Jetzt reicht es erstmal. Genau. So, und morgen geht's weiter. Ja. Wir wollen vermutlich nach Isny. Isny. Ja, nach Isny, glaube ich, war der Plan. Ja. Das kann über Nacht sich nochmal ändern. Wenn Christine morgen früh wach wird und sagt auf einmal, nee, wir fahren doch nach Berlin oder so, dann ist das halt so. Was guckst du da jetzt? Ist Isny. Wenn wir da sind, können wir mehr dazu sagen. Ja. Also der Stellplatz ist auch sehr gut ausgeschildert hierhin. Hier, ne? Ne? Ja. Ach, wir sind jetzt wieder in Ravensburg. Ja. Der Stellplatz ist gut ausgeschildert. Nach Ravensburg. Ja, Mann. Menno. Muss auch mal ein bisschen mitdenken. Oh, ich hab Urlaub. Das wird schwierig. Ja. Jo, da ist ein Sternchen bei Isny. Dann fahren wir nach Isny. Wir machen jetzt Feierabend für heute. Jetzt passiert nicht mehr viel. Genau. Und jetzt noch ein bisschen entspannen. Ein bisschen was essen gleich. Netflix. Wir haben erst 4 Uhr. 4 Uhr erst? Ja, dann könntest du ja nur ein Schläferchen. Mittagsschläfchen. Entspannen. Dann endlich mal. Seit einer Woche redet er davon, er will einen Mittagsschlaf machen. Ist er noch nicht zugekommen. Ich mache gerne Mittagsschlaf, also wenn die Zeit dann da ist. Ja, dann darfst du jetzt einen Mittagsschlaf machen. Gut. Nee, alles klar. Wir melden uns dann, wenn wir in Isny sind. Oder wo auch immer. Bis dann. Tschüss. Arschloch.